Nach einer unruhigen Nacht auf der Fähre Bergen erreichen wir am frühen Morgen die Stadt Bergen in Norwegen. Unsere kleine Anglergruppe Traudel, Klaus, Carola, Uwe und Patrick freut sich über den herrlichen Sonnenschein, der hier nicht selbstverständlich ist. Unser gemeinsames Ziel ist der Fischerort Dingia am Sonjefjord. Vor der Weiterfahrt schauen wir uns die Uferstraße Bryggen an, die als Prachtstraße Bergens gilt. Die spitzgiebeligen bunten Häuser beeindrucken. Ein Blick in die Hinterhöfe lässt viele Schuppen und Speicher erkennen, die schon immer als Magazine für Handelsgüter dienten. Heute sind diese nostalgischen Immobilien bevorzugte Plätze für Restaurants, Bars und Geschäfte. Deutlich ist zu erkennen, dass man sich bemüht, diese alte Bausubstanz zu erhalten. In einem Restaurant entdecken wir ein altes Gemälde, das den Baustil früherer Zeit zeigt. Danach betrachtet hat sich bis heute an der Architektur wenig geändert. Der kleine Fischmarkt bietet ein appetitliches Angebot. Langsam denken wir an die Weiterfahrt, vor allem deshalb, weil auf halber Anfahrtsstrecke die Lachsangeln noch ins Wasser gehalten werden sollen. Nach Dingia, unserem Urlaubsdomizil und Stützpunkt als Petri Jünger, sind von Bergen aus noch rund 100 Kilometer kurvenreiche Straßen über Brücken und durch insgesamt 26 Tunnels zu fahren. Unsere Freunde Carola und Uwe kennen aus einem früheren Urlaub eine am Weg liegende Lachsangelstelle, die auch im Oktober noch Beute verspricht. Um diese Zeit hat der größte Teil der Lachse die Flüsse bereits verlassen. Jawohl, ja. Patrick und Uwe beeilen sich, ihre Angeln ins Wasser zu werfen. Mit gespannter Aufmerksamkeit halten beide ihre Angelstöcke mit strammer Leine. Uwe kämpft mächtig um seine Beute, doch sie entkommt ihm. Tatsächlich. Patrick gelingt es dieses Mal als erstem, einen ansehnlichen Lachs aus dem Wasser zu holen, obwohl sich dieser vehement dagegen wehrt. Noch sieht die angewandte Schlachtmethode nicht sehr professionell aus, doch die Zeit wird's richten. Einige hundert Meter entfernt liegt eine verlassene Lachszuchtstation. Vermutlich lohnt es sich nicht mehr, hier Lachse zu züchten. Die Überreste der Grundkonstruktion der Lachsaufzuchtbecken sind noch zu sehen. Mit einem Blick über den Sonjefjord kündigt sich die Nähe Dingias an. Entlang eines Baches erreichen wir über eine kleine Brücke unsere Ferienwohnung. Jetzt erst kommen Uwe und Patrick dazu, ihre Wildwasserausbeute zu präsentieren. Sie sagen Petri Dank. Bei der ersten gemeinsamen Fjordausfahrt am frühen Morgen mit der Dieselschnecke wirken wir alle noch etwas müde und abgeschlafft. Wohl eine Folge der langen Anfahrt aus Bayern.
Die Stimmung ändert sich schnell, als die Sonne die Wolkendecke durchbricht und die Fjordlandschaft freundlich wirken lässt. Die erste Anlegestelle erreichen wir nach knapp einer Stunde Fahrt. Jeder macht sein Werkzeug klar und wartet auf einen Biss. Carola hat gerade eine kleine Makrele gefangen. Abmachen. Und langsam füllen sich die Fischkisten. Klaus, der Kameramann, steht auf der Kajüte, um das Geschehen aus höherer Position festzuhalten und kämpft mit der Unruhe des schaukelnden Bootes. Da, so sind schön. Jawohl. Immer das Zeichen, da wird die Schelme und die großen Autos. Klaus! Seht ihr uns dann mal eine, so ein Ding weiter vor? Die Fische turnen gerade so schön. Traudel taucht ihre Angelschnur in die Tiefen des Fjords. Die Schnur läuft mit hoher Geschwindigkeit, gezogen vom Pilker, einem Senkblei, von der Rolle. An dieser Stelle liegt die Grundberührung bei ca. 70 Metern. Nach rund 8 Stunden auf See beschließen wir die Heimfahrt, zumal die gefangenen Fische auch noch weiter verarbeitet werden müssen. Klaus übernimmt das Steuer. Der bisherige Kameramann ist jetzt Kapitän. Dingia, unser Heimathafen, ist in Sicht. Traudel geht als Letzte mit weichen Beinen von Bord und schaut zurück zum Fjord, der bei tiefstehender Sonne fast melancholisch wirkt. Petri Dank, sagen Patrick. Ja, hat auch gut gekämpft, so ist es nicht. Carola. Ganz klar, 10 Sekunden. Und Magenwürmer hat der hier dran, ich Schatz. Und Uwe für ihre ansehnliche Beute. Uwe hat auch einen Lippfisch gefangen, der nicht gegessen wird, da sein Fleisch nicht schmackhaft ist. Im eigens eingerichteten Fischhaus wird der gemeinsame Fang weiterverarbeitet. Eigentlich ist da wenig Straße. Au! Die haben eine Dorn, diese Barsche. Die Fische werden hier ausgenommen. Filetiert. Gewaschen. In Gefrierbeutel verpackt und schockgefroren. Klaus ist neugierig, alles hält er fest. Richtig, jawohl. Und hopp, hopp, und hopp, und hopp, und hopp. In der Zwischenzeit räuchert Uwe im mitgebrachten Ofen die frischen Makrelen zum Abendbrot. Diese herrliche Delikatesse schmeckt besonders gut. Uwe bekommt ein dickes Lob dafür. Vom nachfolgenden Abwasch war Uwe wenig begeistert. Er war jedoch heute an der Reihe. Um seine Unlust zu mildern, hilft Klaus freiwillig beim Abtrocknen und Wegstellen des Geschirrs. Heute steht ein Ausflug in das Naturschutzgebiet Jostedalsbreen auf dem Programm, in dem unter anderem ein sehenswerter Gletscher mit 2100 Metern Höhe liegt, von dem Carola so schwärmt. Sehr früh brechen wir auf, um die Fähre über den Fjord zu erreichen. Uwe vertreibt sich die Wartezeit mit Angeln. Der Rest der Gruppe ist froh, als das Schiff kommt, denn es ist doch empfindlich kalt. Der Weg führt auch direkt in den geheizten Aufenthaltsraum, um einen heißen Kaffee zu trinken. Wieder auf der Straße fahren wir durch herrliche Berglandschaft bis an eine Höhe von 1500 Meter. Plötzlich liegt der Gletscher vor uns.
in eisiger Schönheit. Wir zittern bei 8 Grad minus, trotz Sonnenscheins. Dennoch ist diese Gletscherwelt faszinierend. Wieder am Sonjefjord entlang führt die Straße zum nächsten Anleger. Wir müssen wieder auf die andere Fjordseite. Das Warten auf die Fähre fällt bei diesem Panorama nicht schwer. Auf der Weiterfahrt erregt ein kleiner Wasserfall die allgemeine Aufmerksamkeit. Uwe und Carola rufen fast gleichzeitig Stopp, sie vermuten hier Forellen. Leider gibt es keinen Fang. Nahe Dingia liegt ein Süßwassersee, der auch zum Forellenfischen einlädt. Seine Ufer sind mit herrlichen Koniferen umstanden und zeigen Natur pur. Ein Aussichtspunkt bietet einen wunderbaren Blick auf den Fjord. Der nahe See wird zum schnell fließenden Bach, der wiederum vorbei an unserer Unterkunft in den Sonjefjord mündet, wo Uwe Beute von seinem Alleingang präsentiert. Wunderbar. Genau. Jetzt ein richtiger Wildlachs. Heute ist unsere letzte Fahrt zum Fjord. Der Urlaub geht leider seinem Ende entgegen. Carola füttert auf dem Weg zu unseren Fischgründen die Möwen mit Fischabfällen vom Vortag. Eine allgemein gebräuchliche Sache. Die Möwen können so ihren ständigen Hunger stillen und wir haben für eine Weile dankbare Begleitung. Es ist kalt an diesem frühen Morgen. Das Thermometer zeigt nur 4 Grad plus. Dies ist also die letzte Chance, die Tiefkühlkisten noch mit Fisch zu füllen. Klaus macht den Anfang. Bereits kurz nachdem seine Angel Grundberührung hat, ruft er, sie beißen. Er muss mächtig arbeiten, um 2 ansehnliche Schellfische ins Boot zu ziehen. Carola hat ebenfalls Bisse. Es vergehen 1,5 Minuten, bis sie ihren Fang ins Boot ziehen kann. Zwei kräftige Makrelen hängen an der Angel. Von Stunde zu Stunde wird die Beute größer. Die Fischkisten füllen sich schnell. An diesem Tag haben wir besonderes Glück. Ja. Dann werden wir jetzt beten zu den alten Griechen. Kommt der Wind von Osten, werden die Fische rosten. Kommt der Wind aus dem Westen, beißen sie am besten. Ach, das war nicht richtig. Nee, lassen wir mal hängen. Was denn? Den Fisch. Bin ich da auch drauf? Ja, und der Carola auch. Robert aber auch. Klaus hat einen ansehnlichen Leng gefangen. Und kurz danach einen Butt. Ist das nicht ein schöner Pollack? An anderer Stelle beißen Rotbarsche, die in großer Tiefe leben. Durch das schnelle Hochziehen mit der Angel treten durch den großen Druckunterschied die Augen stark hervor. Hält sich die Waage. Kein Unterschied, nur in der Farbe. Echt? Ja.
Letztmalig steuert der Kapitän unsere kleine, dieselbetriebene Nussschale am Ufer des Fjordes entlang. Langsam in den Hafen von Dinkja. Dieser Ort liegt am Ende der Welt, wie wir sagen, denn hier endet der Landweg. Es geht nur zurück in die Zivilisation. Dinkja ist uns eine schöne Heimat auf Zeit gewesen. Wir haben hier einen wunderbaren Aktivurlaub erlebt. Wir sagen Petri Dank für so viel Anglerglück. Immerhin bringt unsere Gruppe mehr als 200 Kilogramm filetierten, tiefgefrorenen Fisch mit nach Hause. Die Stadt Bergen begrüßte uns mit Sonnenschein und wir verlassen Bergen ebenfalls bei Sonnenschein. Jetzt im Oktober ein glücklicher Zufall. Die Fähre Bergen von der Reederei Fjordline bringt uns in der kommenden Nacht zurück nach Hanstholm ins nördliche Dänemark. Von da aus rollen wir per Kombi mit Anhänger in 17 Stunden zurück nach Bayern. Die bevorstehenden Fischmahlzeiten werden uns noch lange Zeit an diesen Urlaub erinnern.